auf der Galerie. Vielleicht nach den falschen Zahlen vom Kollegen Wurm, dass man vielleicht auch die richtigen Zahlen heute im Plenum auch präsentiert, weil doch viele falsche Dinge dementsprechend auch hier vorgelesen bzw. auch behauptet wurden. Der Herr Minister hat es angesprochen, wir haben 100.000 offene Stellen, die gemeldet wurden. Das heißt, ungefähr sind es 200.000 offene Stellen in ganz Österreich. Wir haben 339.000 Personen beim AMS, die arbeitslos gemeldet sind bzw. in Schulungen auch sind. Und damit sind wir auf dem Niveau vor den Krisen, das heißt unter dem Niveau vor den Krisen im Jahr 2019. Und das Wichtigste ist, dass 4.750 Personen mehr in Aus- und Weiterbildung sind als im Vorjahr. Da sieht man, dass die Maßnahmen, die diese Bundesregierung und vor allem unser Bundesminister Martin Kocher getroffen haben, natürlich auch wirken. Wichtig ist noch, was die Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen auch betrifft, dass hier sehr, sehr viele Menschen, die Arbeit suchen bzw. auf Jobsuche sind, jene Weiterbildungsmaßnahmen auch in Anspruch nehmen in den sogenannten Mangelberufen. Wir haben ja hier im Parlament auch eines besprochen, nämlich das Pflegestipendium. Und hier sind 3.500 Personen derzeit auch in Schulung, die dementsprechend hier auch gefördert werden. Insgesamt werden 9 Milliarden Euro für das Thema Arbeit im Jahr 2024 auch zur Verfügung gestellt. Das sind insgesamt 72 Millionen mehr als im Jahr 2023, in Prozenten ausgedrückt 5,4% mehr. Das AMS hat insgesamt 1,42 Milliarden Euro auch zur Verfügung, damit wir dementsprechend die Arbeitslosigkeit bekämpfen bzw. die Arbeitslosigkeit auf diesen niedrigen Niveau erhalten. Das ist pro Jobsuchender ein Betrag von 4.000 Euro. Das ist der zweithöchste Wert auch in der Geschichte dieser Republik. Wir wollen, dass die Menschen in Qualifizierungsmaßnahmen gehen. Wir wollen, dass wir Beschäftigungsanreize setzen. Und das unterscheidet uns vor allem auch von anderen Parteien in diesem Haus. Wir wollen natürlich, dass die Menschen so kurz wie möglich nur arbeitslos sind und die Hilfe des Staates in Anspruch nehmen. Wir wollen, dass die Menschen natürlich auch wieder in Beschäftigung kommen. Und wir haben viele Anreize gesetzt, damit arbeiten und damit der Faktor Arbeit auch entlastet wird und damit den Menschen mehr netto auch vom Brutto bleibt. Die kalte Progression wurde angesprochen. Wir haben die Steuertarifstufen dementsprechend endlich, es war in vielen Regierungsprogrammen auch niedergeschrieben und wir haben es endlich auch geschafft umzusetzen, die Steuertarifstufen an die Inflation auch angepasst. Wir haben die Steuertarifstufen auch gesenkt, damit den Menschen mehr netto auch bleibt. Und ein wichtiger Punkt auch für uns als ÖAB und für uns natürlich als Familienpartei. Wir haben vor allem die Familien auch entlastet mit dem Familienbonus Plus mit einem Betrag von bis zu 2.000 Euro, weil es die Familien sind, weil es die Eltern sind. Weil es die Eltern sind, die einen doppelten Beitrag für die Gesellschaft leisten, in einer Hinsicht, indem dass sie Beschäftigung nachgehen, dass sie Steuern zahlen, dass sie unser Sozialsystem auch aufrechterhalten, unseren Sozialstaat auch aufrechterhalten und auf der anderen Seite auch die Kinderbetreuung. Wir haben sehr, sehr viele Maßnahmen gesetzt und die beste Möglichkeit und der beste Weg, Armut zu bekämpfen, verhindern, ist natürlich auch eines, nämlich, dass man eine vernünftige Arbeitsmarktpolitik macht. Und das macht unser Herr Bundesminister. Es steht genügend Geld auch zur Verfügung, um die Arbeitslosen, um den arbeitslosen Menschen in Österreich auch eine Perspektive zu geben. Es ist angesprochen worden, auch Menschen mit Behinderung sollen einen Platz am Arbeitsmarkt haben. Hier werden Initiativen seitens des Bundesministers gesetzt. Und natürlich ist auch die Integration wichtig, Herr Kollege Wurm. Menschen, die in Österreich sind, Menschen, die ein Bleiberecht in Österreich haben, müssen natürlich auch in den Arbeitsmarkt integriert werden, weil wenn sie in den Arbeitsmarkt integriert werden, werden sie auch in die Gesellschaft integriert. Und ich denke, das ist hier der richtige Weg, den hier unser Bundesminister geht. Und vor allem eines wundert mich, wenn hier ein Abgeordneter der FPÖ steht, dann wird oft so getan, wie wenn sie nie in Regierungsverantwortung waren. Sie haben den Innenminister gestellt und auch hier wurden Dinge auch dementsprechend gemacht, die dazu geführt haben, dass wir Menschen in Österreich auch haben, die eben hier in Österreich sind und aus dem Ausland gekommen sind. Wir gehen mit Optimismus in die Zukunft. Wir schauen optimistisch auch in die Zukunft. Wir werden alles daran setzen, damit wir die Arbeitslosigkeit weiterhin niedrig halten, damit wir die Menschen natürlich auch in Beschäftigung bringen. Die beste Art und Weise, auch Armut zu bekämpfen, Menschen ein Leben auch zu ermöglichen, damit sie sich natürlich ihr Leben auch leisten können, ist, dass Menschen in Beschäftigung kommen. Und wir haben den Faktor Arbeit dementsprechend auch entlastet. Und das müssen auch Sie zur Kenntnis nehmen, Herr Kollege Wurm. In dem Sinn bitte ich um Zustimmung für das Budget 2024. Ein gutes Budget, das auch garantiert, dass Menschen in unserem Land, die Hilfe brauchen, auch Hilfe natürlich auch bekommen. Und das, für das steht die Volkspartei und für das steht das Budget 2024.
Christoph Zaritz von der ÖVP bittet um Zustimmung zum Budget. Man wolle Beschäftigungsanreize setzen, sagt er. Und nächster Redner ist Rainer Wimmer, SPÖ.